Hallo Leute, weiter geht's mit dem Laravel 8 Kurs und weiterhin werden wir uns mit dem Thema CRUD beschäftigen. In dieser Folge werden wir neue Beiträge erstellen. Okay, bevor wir weitermachen, möchte ich noch einmal Revue passieren lassen, was wir bisher umgesetzt haben. Wir hatten hier schon im Backend-Bereich ein Login angelegt. Und wenn ich mich hier einlogge, komme ich hier auf so eine Standard-Dashboard-Seite. Aber ihr seht schon, ich komme zurzeit nicht so ohne weiteres in unsere Listenansicht, die wir in der letzten Folge hatten. Dazu müsste ich zurzeit noch hier oben händisch /post reinschreiben. Und dann komme ich auch auf meine Listenansicht. Das müssen wir eben nochmal korrigieren. An links funktioniert zurzeit auch nur hier dieses zur Webseite. Dann habe ich hier meinen Home, Archiv, Newsletter, Impressum-Link, auch ohne Funktion noch. Und hier ist jetzt auch noch ein kleiner Fehler drin, denn ich bin zwar eingeloggt, aber hier steht immer noch Login. Und das möchte ich erstmal korrigieren, bevor wir uns an die Funktion zur Erstellung unserer Blogbeiträge machen. Daher gehen wir einmal in unsere Views und wir haben hier unter Views die Components und unsere Layouts und wir haben hier einmal das Header und Header Backend Blade. Und diese beiden Dinge müssen wir jetzt einmal bearbeiten. Und zwar brauchen wir hier natürlich an dieser Stelle jetzt eine Unterscheidung, ob wir eingeloggt sind oder ob wir ein ausgelogter User sind, also ein Gast. Das heißt, wir können also hier schreiben addGuest und endGuest und ein else. Und ich verdoppel das mal und teste das mal hier mit irgendwie Name. Und wenn ich jetzt neu lade, sollte hier Name stehen, denn ich bin ja eingeloggt. Okay, perfekt. So, dementsprechend macht es auch Sinn, an dieser Stelle einmal den Usernamen auch einzugeben oder auszugeben. Das wäre jetzt hier in diesem Fall AuthUserName. Und dann habe ich hier meinen Benutzer angezeigt. Okay, wenn ich da draufklicke, komme ich hier in mein Backend. Und im Backend-Bereich haben wir jetzt hier zur Webseite Option 1, Option 2, Option 3. Und hier möchte ich jetzt einmal unsere Blogbeiträge anzeigen. Oder können es auch nur Beiträge nennen. Und da brauchen wir natürlich /admin/post und da benutzen wir natürlich direkt die Route dazu. Und das wäre in diesem Fall admin-post-index. Wenn ich das Ganze neu lade, habe ich jetzt hier meine Beiträge und komme auch hier schön in die Listenansicht. Wir sollten natürlich auch zurück ins Dashboard kommen, deswegen tausche ich das mal zurück und füge hier auch noch eine Route ein. Und die soll heißen admin-index. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal neu lade und ich auch die Klammern korrekt schließe, sollte das Ganze funktionieren. Sehr gut. Wir benennen das Ganze noch um mit Dashboard. Und ich denke, dann kann man das Ganze so lassen und auch erstmal so arbeiten. Dann haben wir hier das Dashboard, hier unsere Beiträge, da hätten wir einen Platzhalter für eine weitere Option. Wir kommen zurück zur Webseite und wir können uns ausloggen. Gut, als nächstes machen wir uns dann das Thema der Beitragserstellung und dazu möchte ich jetzt erstmal das View-File, das View-Template von unseren Post-Beiträgen hier anpassen. Und zwar möchte ich hier an dieser Stelle jetzt irgendwo links einfügen, dass wir einen neuen Beitrag hinzufügen können. Und zwar wäre das jetzt in diesem Fall, wir gehen hier ins Backend, gehen auf unsere Beiträge und es macht vielleicht Sinn, da oben irgendwie so einen Button Beitrag hinzufügen oder ähnliches einzublenden. Ich denke, das können wir hier oberhalb der Tabelle machen. Dann fügen wir hier mal ein Div mit ein bisschen Abstand ein und machen hier gleich einen Button rein. Und dann können wir uns hier unten zum Beispiel sowas hier mal klauen. Und ich würde das vielleicht aber eher als Link lassen. Und dann machen wir hier natürlich einen href rein. Und hier kommt dann unsere Route dazu. Und das wäre jetzt admin post create. Und da machen wir dann fa
Plus oder sowas rein und Beitrag erstellen. Ja, so kann man das, denke ich, lassen. Ich würde das Ganze vielleicht nach rechts rücken, damit das ein bisschen strukturierter aussieht. Und dafür füge ich hier Flex und Justify End ein. Gut, perfekt. Was man vielleicht in dem Zuge auch mal machen könnte, wäre diese Tabelle auf die volle Breite ausdehnen. Ja, das sieht auch ein bisschen besser aus. Natürlich kann man hier noch ein paar Dinge optimieren. Sicherlich sollte diese mittlere Spalte hier den meisten Raum einnehmen und der Rest eben nur den Minimalraum. Das heißt, hier würde man auch sagen, wie full bei Titel. Gucken, ob das so funktioniert. Ja, fast. Und die Datumspalte darf natürlich nicht umbrechen. Okay. Ändere ich nochmal kurz. Das wäre dann hier. White Space, No Wrap. So. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und wenn man hier blättert, wird das hier nicht mehr umgebrochen. Und ja, auch die Breite verschiebt sich jetzt nicht mehr, wenn man hier blättert. So ist doch perfekt. Gut, wenn ich jetzt hier auf Beitrag erstellen klicke, komme ich jetzt hier auf diese Platzhalterseite. Wir sind dann auf admin/post/create. Und da müssen wir jetzt entsprechend weiter daran arbeiten. Dazu rufe ich jetzt einmal in Post die Create-Seite auf. Und wir können jetzt hier Beitrag erstellen einblenden. Sehr gut, das heißt, wir haben jetzt hier unser Dashboard, wir haben unsere Beiträge, wir können hier auf Beitrag erstellen klicken und kommen jetzt hier auf diese Ansicht. Hier müssen wir uns jetzt überlegen, welche Felder wir genau brauchen und welche Formularelemente wir deswegen einblenden müssen. Dazu rufe ich uns noch einmal die Migration auf. Und zwar ist das hier diese Create Post Table Extends Migration oder Migration. Und wir sehen jetzt hier, wir haben hier die ID, wir haben unsigned big integer, wir haben String, wir haben noch einen String für einen Slug und so weiter. Und eine Kleinigkeit, die ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal ändern möchte, ist, wir können hier eingeben Foreign ID. Auch das geht als Funktion. Dann ist aber auch nochmal klarer, ja, dass das eben zu einem Fremdschlüssel gehört. Aber im Intern ist es eigentlich ein Big Integer oder wie ich es oft mache mit Big Unsigned Integer, weil es eben nur positive Zahlen sind. Das wird aber eben auch hier umgesetzt. Also es ist eigentlich das Gleiche, aber ich bin darauf hingewiesen, dass es auch mit Foreign ID geht und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Viele Wege führen nach Rom bei Laravel. Das ist das, was zwar manchmal ein bisschen Komplexität hinzufügt, ist eben aber auch dem geschuldet, dass manche Dinge einfach sehr intuitiv gehen. Und wer nicht weiß, dass man hier als Zahlentyp eben Big Integer oder Unsigned Big Integer nehmen sollte oder kann, der kann auch einfach Foreign ID schreiben. Dann ist es auch semantisch gesehen, das kann man einfach lesen, Table Foreign ID, aha, okay, meine Tabelle kriegt noch einen Fremdschlüssel. Und ja, so weiß ich halt sofort, wenn ich den Quelltext lese, auch Bescheid, was hier eigentlich passiert. Gut. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Was brauchen wir jetzt also? Die User-ID ist automatisch quasi der User, der eingeloggt ist. Ich muss einen Titel vergeben. Der Slug wird auch automatisch generiert. Einen Body brauchen wir und diese beiden Zeitstempel, die sind auch automatisch gefüllt und die Views werden auch automatisch gefüllt. Das heißt, wir brauchen am Ende des Tages nur einen Title und einen Body. Zur Erinnerung noch ganz kurz. Ich habe ja im Post-Model diesen has-slug-Bereich. Und hier in diesem has-slug-Bereich ist festgelegt, oder mit diesem Trade ist festgelegt, dass wir eben slugs nutzen. Und wir haben hier auch als root-key-name den slug angegeben. Auch dazu werde ich gleich nochmal eine Kleinigkeit sagen, aber dazu gleich später mehr. Okay, jetzt möchten wir erstmal hier einen neuen Beitrag erstellen. Das wrappe ich mal in so eine Überschrift. Guck mal, wie das gerade aussieht. Okay, wir haben noch keinen Stil dafür. Können wir später noch festlegen. So, und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir werden jetzt hier erstmal ein Formular erzeugen. Wir werden uns überlegen, wo diese Formulardaten hin müssen. Und zwar wollen wir ja unsere Route hier hinleiten, dass wenn wir ein Post-Create gemacht haben, dass das gespeichert wird, also in die Store-Method. Okay, und wenn ich das Ganze mal aufrufe, landen wir ja hier wieder im Backend-Post-Controller.
Und den muss ich mir eben aufrufen, Post-Controller. So, und da haben wir hier diese Create-Method, da wird unsere View aufgerufen und die Store-Method wäre jetzt die, die später uns das Ganze ausgibt. Und wir können ja hier einfach mal reinschreiben, Beitrag speichern bei dem Die-Dump und dann können wir auch gucken, ob das Ganze funktioniert. Okay, jetzt gehe ich nochmal in die entsprechende View. Und wir werden jetzt hier erstmal die Formularelemente anfügen. Das erste, was wir brauchen, ist jetzt ein Feld für unser Titelfeld. Also ein Input-Type-Text. Name wäre jetzt in diesem Fall Title. Und später wollen wir auch ein Value drin haben. Dann benötigen wir ein Text-Body. Und das ganze Feld nennen wir auch Body. Und auch hier müssen wir später das alte Value wieder ausgeben. Und die alten Values kann man ausgeben über old und den entsprechenden Variablennamen. Das werde ich hier oben auch mal machen. Old title. Gut. Dann brauchen wir natürlich noch einen Button, um das Ganze zu speichern. Type submit und Beitrag speichern. Und dann müssen wir natürlich noch ein paar Klassen hinzufügen. Button, Button Primary. Und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Gut. Sieht natürlich jetzt noch nicht spektakulär aus. Zum einen fehlt mir jetzt hier irgendwie mein Text Area natürlich, nicht Text Body. So, und jetzt habe ich natürlich hier so umgestaltete Felder, die auch recht hässlich sind. Das müssen wir natürlich noch korrigieren. Und wir hatten ja bereits für unser Login-Formular einige Klassen hinzugefügt, und zwar haben wir hier dieses Form-Input. Und wenn wir das laden, dann sehen wir schon mal, dass es hier irgendwie ein bisschen besser aussieht. Und wir können mal versuchen, wie das hier drin wirkt. Ob das auch in irgendeiner Form was bringt. Ja, das sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. Wir müssen natürlich ein bisschen Abstand hinzufügen. Okay, das machen wir jetzt mal, dass wir hier mal mit Emmet ein paar Diffs hinzufügen. Oh, das hat nicht geklappt. Machen wir das so. Div, Class, MY oder MMB, 20. Div, Class, MB, 20. Okay. Dann haben wir da ein paar Abstände drin. Hätte zumindest so sein sollen. Warum klappt das nicht? Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Okay, er hat es noch nicht neu geladen. Gut. Und was man vielleicht auch machen sollte, also 20 ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich würde das Ganze nochmal in ein weiteres Div wrappen und eben als Formular machen. Dann machen wir ein bisschen Class BG White und ein P5 da rein und vielleicht ein Shadow. Mal gucken, wie das wirkt. Ja, das ist doch schon ganz nett. Gut, so können wir es lassen. Jetzt haben wir hier schon mal unsere Funktion. Wir sehen auch, dass wir dann, wo wir reinklicken. Im Moment kann man das halt hier noch Höhen verstellen. Das ist auch, denke ich, sinnvoll. Geht jetzt nicht automatisch, aber ich denke, für die grundlegende Funktionalität reicht das. Was ich noch gerne hätte, sind Placeholder. Gucken wir hier die Überschrift einmal hinzufügen und da den Beitrag Text und dann sieht das Ganze so aus. Perfekt. Gut, wenn wir das Ganze jetzt testen, sehen wir, wir landen noch nicht an der richtigen Stelle und das liegt daran, dass wir hier oben noch Method Post hinzufügen müssen. Denn das Ganze erwartet ja eine Post Method. Um die Routes uns nochmal auszugeben, können wir Folgendes machen. Wir können uns hier nochmal die Konsole ins Bild holen und lassen uns hier mal die Route List ausgeben. So, und zwar sehen wir dann hier bei der Post.AdminPost.Store, dass wir hier die Method Post auch erwarten. Und dementsprechend, wenn wir das gleiche, wenn wir also diese URL aufrufen mit
mit sozusagen ohne einem Zusatz, aber eben als Get-Methode, das war das, was wir vorgemacht haben, sind wir auf der Index gelandet. Und wenn wir jetzt an die Post mit auch der Methode Post leiten, dann wird das Ganze gespeichert. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich funktionieren. Und wenn ich das Gleiche nochmal mache, dann sehen wir Page has expired. Das ist auch eine gewollte Funktion. Und zwar fehlt uns hier noch die @CSRF-Direktive. Und wenn wir das Ganze nochmal neu laden und jetzt speichern, kommen wir jetzt genau an diese Stelle, wo wir hin wollten. Gut, ich rück das Ganze jetzt hier so ein bisschen noch ein, damit das auch ordentlich aussieht. Und ich möchte nochmal ganz kurz die Login-Templates aufrufen. Und zwar hatten wir hier schon auch so ein Formgroup aufgebaut. Das will ich mir mal kopieren. Und füge das nochmal hier an den Stellen ein, wo wir dieses Class drin hatten. Dann haben wir es einheitlich. Da ist der Abstand nämlich ein bisschen anders. Ja, ob wir jetzt ein Label brauchen, kann man sich überlegen. Wir hatten das damals hier so als Label hinzugefügt. Ich füge das auch mal hier mit ein. Und wir machen hier einfach mal Überschrift. Oder nennen das Ganze einfach mal Title. Genau, dann haben wir hier nämlich die kleine Ergänzung und können das hier noch Body nennen. So, dann haben wir das auch schon so weit vorbereitet, dass man später hier die entsprechenden Übersetzungen nutzen kann. Gut, der nächste Schritt, der jetzt noch fehlt, sind die Fehlermeldungen. Und zwar haben wir damals auch hier schon diese AddError-Direktiven hinzugefügt und haben hier unten noch dieses Invalid Feedback. Und diese beiden Sachen kopiere ich mir jetzt hier nochmal raus und kopiere mir die mal ganz kurz hier hin. So, und zwar schieben wir das hier einmal in unsere Class. Und da ist es natürlich dann das Feld Title. Und das andere lassen wir hier in der Group. Auch hier muss es natürlich Title heißen. So, und dann haben wir hier entsprechend auch die Fehlermeldung, die ausgegeben werden. Das gleiche machen wir für den Body. Auch da fügen wir das hinzu. Und auch da fügen wir die Error-Klassen hinzu. Gut, das hat jetzt den Vorteil, wenn wir jetzt an die Validierung unserer Daten gehen, können wir hier entsprechend die Fehlermeldung auch ausgeben. Jetzt im Moment funktioniert das logischerweise nicht, weil wir noch keine Validierungsinformationen angegeben haben. Und dazu gehen wir jetzt in den Post-Controller, in den Admin-Post-Controller und suchen uns die entsprechende Store-Methode, das wäre an dieser Stelle. Und jetzt geht es darum, dass wir unsere Daten validieren. Als erstes gebe ich jetzt zum Test einmal unsere Daten aus. Und zwar bekommt hier die Methode Store automatisch die Request-Daten und die kann ich jetzt hier über dieses DD-Request einmal ausgeben. Und wenn ich das mache, bekomme ich hier eben diesen ganzen Kram ausgegeben. Und ich kann es folgendermaßen leserlich machen, indem ich hier einfach sage, okay, gib mir mal einfach alle Felder. Und dann bekomme ich eben diese drei Felder. Das dritte Feld ist unser CSRF-Token und das andere ist Title und Body. Und was man jetzt machen kann, ist, wir können den Request validieren und übergeben hier die entsprechenden Rules. Und die Funktion liefert uns dann die validierten Daten zurück, sodass ich hier mit DDData die Daten ausgeben kann. Und als erstes haben wir hier ein Title-Feld. Wir können erstmal sagen, das ist required. Und das gleiche können wir fürs Body-Feld machen. Auch das soll required sein. Und wenn ich das Ganze nochmal neu lade und hier das ausgebe, dann sehen wir, dass wir jetzt auch nur diese beiden Felder zurückgegeben bekommen. Und das ist der Riesenvorteil von dieser Validierung. Hier wird nur ausgegeben, was auch an Daten sozusagen validiert wurde. Und die anderen Felder, die ich nicht benötige, wie zum Beispiel den CSRF-Token, werden hier eben rausgefiltert. Gut, was passiert jetzt, wenn ich einen Fehler habe? Das sehen wir folgendermaßen, indem ich das DD mal rausnehme. Ich lade die Seite hier mal neu und ich nehme jetzt mal den Titel raus. Und wenn ich jetzt auf Beitrag speichern klicke,
dann kommt hier automatisch die Meldung The Title Field is Required. Das gleiche gilt auch für den Beitrag Text. Wenn ich hier drauf klicke, ist auch hier das Body Field is Required. Dabei fällt mir gerade auf, hier ist irgendwo noch ein Fehler. Da werden irgendwie Anführungsstriche hinzugefügt. Und wenn ich hier drauf klicke, ist der Bodytext weg, also stimmt hier irgendwas nicht. Das schaue ich mir einmal an. Old Value ist natürlich hier falsch, da muss Old Body rein. Und bei dem Title, Type Value, da sind die Anführungsstriche an der falschen Stelle. Okay, haben wir also auch korrigiert. Probieren wir das Ganze nochmal aus. Das scheint zu funktionieren. Perfekt. Gut, so können wir jetzt also diesen Beitrag hier entsprechend erstellen. Und jetzt ist der nächste Schritt, die Daten in die Datenbank zu bringen. Dazu habe ich jetzt nochmal die Store-Methode hier aufgerufen und wir können jetzt Folgendes machen. Post create data. Und wenn ich das so mache, wird es auch gleich wahrscheinlich zu einer Fehlermeldung kommen. Und zwar die sogenannte Fillable Property Allow Mass Assignment Fehlermeldung, die besagt, dass wenn ich jetzt hier ein Array übergebe, was ich ja tue, das besteht nämlich aus diesen beiden Feldern Title und Body, dann meckert Laravel und macht mich einfach auf ein Risiko aufmerksam, weil ich könnte jetzt Daten ja ohne Ende hinzufügen und auch zum Beispiel die ID hier übergeben und selber festlegen. Und das sind ja Sachen, die ich nicht möchte. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich füge jetzt eine ID 700 hinzu und dann wäre die nächste ID eben die 701, obwohl ich erst vielleicht beim 100. Beitrag bin. Und auf dieses Risiko macht mich Laravel aufmerksam und schützt mich automatisch davor. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, das zu umgehen bzw. zu verbessern. Und zwar gibt es einmal in dem Postmodel die Fillable-Variable. Fillable ist sozusagen das Whitelisting. Das heißt, ich kann jetzt hier hinzufügen, welche Felder ich über das Mass Assignment hinzufügen kann. Das wäre jetzt hier in dem Fall Title und Body. Und wenn ich das hinzufüge, werden wir zwar immer noch eine Fehlermeldung bekommen, aber sie wird sich unterscheiden. Und zwar fehlt uns jetzt noch die User-ID. Das heißt, das Mass Assignment würde funktionieren. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, ist die Protected Guarded Variable. Und Guarded ist quasi der umgekehrte Fall. Wenn ich Guarded leer mache, darf ich nichts hinzufügen. Oder ich kann hier an der Stelle zum Beispiel sagen, gut, ich kann alle Fälle hinzufügen, aber außer die ID. Und so kann ich hier weiterhin meine Daten speichern, ohne dass ich dieses Mass Assignment bekomme. Aber wenn ich jetzt in böser Absicht, das können wir hier gerade mal von Hand machen, bei Data eben schreibe, kopiere mir das jetzt mal einfach als Inhalt eben raus. So, wenn wir sowas machen und hier noch die ID 700 reinschreiben. So, und dann scheint das zwar trotzdem durchzugehen, weil er hier immer noch nach der User-ID meckert. Wir können aber mal für Spaß hier so eine User-ID eingeben. Nehmen wir einfach mal die 1. Und dann wird das Ganze funktionieren. Aber wir werden gleich Folgendes sehen. Und zwar, wenn wir uns das Ganze in MySQL anschauen, dann sehen wir, dass in der Datenbank trotzdem die ID hochgezählt wurde. Und das ist der Riesenvorteil von diesem Guarded-Feld. Dieses Feld wird einfach, wenn es angegeben wird, aus dem Request entfernt und gar nicht erst an meine Speicherfunktion übergeben, sodass ich also hier auch keine Möglichkeit habe, diese ID A natürlich zu verändern und zu manipulieren, aber B auch keine Fehlermeldung kommt, dass die ID fehlt oder ähnliches. Und das ist so der Vorteil dieser Guarded-Geschichte. Aus diesem Grund lasse ich jetzt hier einfach mal Guarded-ID stehen. Und ja, das müssen wir uns natürlich jetzt noch überlegen, wie wir das ein bisschen verbessern. Denn im Moment könnten wir jetzt hier ja irgendwelche IDs angeben, die zu irgendwelchen Usern gehören. Und wir wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass das hier passiert. Das heißt, man könnte jetzt auch sagen, okay,
User-ID wird nicht an dieser Stelle übergeben, sondern ist eben auch guarded. Das heißt, es ist verboten, dass das über den Request angegeben wird, sondern wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, elegant wäre das ja jetzt über einen anderen Weg zu machen, und zwar indem man den authentifizierten Nutzer auswählt. Und der hat ja Posts. Und wir hier einfach sagen können Create und übergeben ihm die Data. Und genau das geht auch, und das testen wir eben einmal. Ich nehme das hier einmal raus und wir schauen uns mal an, was dann passiert. Wir gehen einmal in unsere Post-Tabelle, fügen hier den Titel ein und hier den Body und speichern das Ganze. Und wir bekommen ja zurzeit noch keine Fehlermeldung oder Rückmeldung, aber wenn ich hier auf Anzeigen klicke, sehe ich das jetzt in meine neue Datenbank. Ich hatte die zwischendurch nochmal zurückgesetzt. Jetzt ein Beitrag mit User ID 1 angelegt wurde, mein Titel und mein Title und mein Body hier eingefügt wurden. Und dementsprechend habe ich also die User ID automatisch über den authentifizierten Nutzer hier übergeben. Ja, und auf diese Weise habe ich natürlich einen recht sicheren Request. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir eben hier nach Abschluss des Speichervorgangs einen Return Redirect machen. Und zwar zur Route, würde ich sagen, zur Liste, also zu Admin Post Index. Und das Einzige, was man hier noch übergeben sollte, ist eben eine Art, ja, eine Flash Message oder sowas, damit wir das Ganze auch als Rückmeldung bekommen. Das Thema der Flash Messages möchte ich in diesem Tutorial nicht behandeln. Das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt machen, also nicht in dieser Folge zumindest. Da möchte ich eine kleine eigene Klasse zu erstellen, damit das Ganze ein bisschen ja, einfacher zu handhaben ist. Ich werde dann später sowas machen wie self:info oder self:danger. Und dann können wir hier entsprechend die Nachricht übergeben. Und da werden wir dann eine entsprechende Flash-Message-Klasse erstellen, aber das machen wir eben in einem anderen Beitrag. Gut, wir schauen jetzt nochmal eben, ob das Ganze so klappt mit dem Return Redirect. Und zwar müsste das jetzt klappen, wenn ich hier eben sage, mein Body 1, mein Body Title 1 und Beitrag speichern. Dann komme ich hier auf diese entsprechenden Seiten und ich habe jetzt leider das noch nicht nach Datum oder irgendwas sortiert, aber wenn ich auf die letzte Seite gehe, dann sehe ich hier unten Beitrag 101 und 102 mit den entsprechenden Einträgen. Und ja, damit haben wir das heutige Ziel dieses Tutorials abgeschlossen. Und ich möchte jetzt hier noch kurz eine kleine To-Do-Notiz machen, dass wir eben die Flash-Messages noch hinzufügen. Und dann haben wir das Ganze eben entsprechend vorbereitet und es notiert. Ja, zum Abschluss dieser Tutorial-Serie mit den Cruds werde ich eben nochmal eine Sonderserie zu dem Thema Flash-Messages machen, oder was heißt Serie, das wird eine Folge sein, und werde euch dann einen eleganten Weg eben vorführen, wie man das mit den Flash-Messages umsetzen kann. Okay, in der nächsten Folge möchte ich dann mit euch die Beiträge bearbeiten.